Man begriff gar nicht, wie ich malte. Ich weiß, eines meiner merkwürdigsten Erlebnisse, das war in München, als ich 37, das war die erste Auslandsreise, die ich machte. Und das war mit dem Fahrrad. Und ich bin also durch Zufall, ich bin also mit dem Fahrrad von Bern nach München gefahren, also zu Zürich und dann Donaueschingen, dann das Donautal runter und dann nach Ulm, nach München. Und in München kam ich durch Zufall am Vorabend der Einweihung des Hauses der deutschen Kunst an. Und da weiß ich noch, wie ich in das Haus der entarteten Kunst kam und zu meiner Erstaunen sah, dass die ja so ungefähr zeichneten wie ich damals. Also natürlich schon besser. Aber ich war so ein entarteter Künstler. Da war ich 16, 37. Und das war sozusagen meine Begegnung eigentlich mit der modernen Malerei, die erste Begegnung. Denn ich hatte auch gar keine Erfahrungen. Ich fing ja nicht zu malen an, indem ich also Vorbilder hatte. Gut, also das einzige Buch, das ich hatte, das war zwei Bücher. Das erste, das war von Grimm, Michelangelo. Und dann hat mir, als ich ein Unglück hatte mit ungefähr 12 Jahren, da bin ich in ein Motorrad hineingefahren und der alte Hausarzt und der gleichzeitig der Mann meiner Gotte, also der Patin war, der war nicht da und dann hat mich ein anderer Arzt behandelt und da gab ich weiß nicht mit, weil ich gern zeichnete, gab er mir mit einem gewissen Humor oder ob er mich aufklären wollte, gab er mir ein Buch über Rubens. Es war natürlich voller prachtvoller nackten Frauen. Und die Eltern wagten nichts zu sagen. Sie waren irgendwie geniert. Ich habe natürlich den Rubens begeistert, habe ich den betrachtet. Und das waren so meine Vorbilder, nicht? Also die malerischen. Aber ich habe natürlich wilde Schlachten und immer verrücktere. Und ich habe dann eine eigene Technik entwickelt langsam. Ich kam dann ins Federzeichnen hinein und ich spürte, das geht nicht mehr weiter. Und da kam ich eigentlich von selber, kam ich dann aufs Schreiben. Ich hatte Verkehr mit einem Maler, der sehr wichtig für mich war, hieß Jonas, einem Expressionisten, der meine Malerei verstand. Und ich habe sehr mit ihm diskutiert. Ich bin aber auch an seiner Malschule, hatte ein Atelier, das mit Laien und auch Maler hatte. Und ich habe dann dort, habe ich sehr gezeichnet, aber der hat mich eigentlich in die Literatur eingeführt. Und bei dem vernahm ich zum ersten Mal so, dass es Schriftsteller wie Kafka gab. Erkannt, also viel mehr von der Literatur und wir haben dann auch ein Stil sein und da fing ich dann die erste Erzählung an und da wagte ich nur ganz kurze Sätze zu schreiben. Also die erste Erzählung, das ist dann die Weihnacht und ist die Wurst und ist also der Folterknecht und daneben versuchte ich immer ein Drama zu schreiben, ein ganzes Weltuntergangsdrama, ein ganz verrückt, das ging aber nie recht weiter. Und dann begann ich eine Novelle zu schreiben, die bestand aus einem Satz. Plötzlich das Gefühl, man muss eine Novelle in einem Satz können. Ein Chirurg, der sich sowohl als Chefarzt einer berühmten Klinik als auch durch wissenschaftliche Forschungen einen großen Namen erworben und durch Wohltätigkeit den Armen gegenüber allgemeine Beliebtheit erlangt hatte, gab auf der Höhe seiner Laufbahn den Beruf zur Bestürzung und Verwunderung der Freunde und Kollegen auf, veröffentlichte in allen Zeitungen des Landes Heiratsinserate, studierte die vielen Anträge auf das Gewissenhafteste, besuchte sämtliche Bordelle der Stadt, ließ sich mit jeder Dirne in lange Gespräche ein, forschte nach Charakter und Verhältnisse jeder Frau, der er begegnete, erweckte durch sein absonderliches Treiben als ein sittenstrenger Junggeselle bekannt, überall Kopfschütteln und Bedenken, warb schließlich um die Gunst einer 18-jährigen Schönheit, Tochter eines reichen Fabrikanten, schwängerte diese auf heftigste Abneigung stoßend, nachdem er sie in sein Haus gelockt, auf eine brutale Art gewaltsam, brachte den Sohn,
den sie ihm unter seiner alleinigen Obhut in einer Privatklinik geboren, ohne Rücksicht darauf, dass die junge Frau unter heftigen Blutungen verschied, sofort nach der Geburt mit einem Automobil in rasender Fahrt nach einer Villa, die er in einem wilden Park 50 Kilometer von der Stadt hatte bauen lassen, wo er ihn ohne fremde Hilfe, sei es auch diejenige der Ramme, aufzog, derart, dass er stets nackt mit ihm lebte, ihm jeden Wunsch erfüllte, ihn aber ohne Wissen um Gut und Böse ließ, jeden Verkehr mit Menschen auf so geschickte Weise unmöglich machte, dass der Sohn glaubte, er und der Vater seien die einzigen Menschen, die es gäbe, mit dem Park aber höre die Welt auf, bis der Vater ihm eine Uhr, die er aus einem der ordinärsten Häuser hatte kommen lassen, zuführte, worauf der Sohn eben 15 geworden, den Park, ohne dass der Vater ihn zu hindern suchte, nackt, wie er geschaffen, verließ, schon nach einer Stunde aber Kleider verlangend zurückkehrte, um nach 24 Stunden, da er einen Menschen, der sich geweigert hatte, ihm ohne Bezahlung Nahrung zu geben, kurzerhand umgebracht, gehetzt von der Polizei und deren Hunden, die ihm dicht auf den Fersen waren, die Hände und das Gesicht mit Blut verschmiert, zum Vater zurückzuflüchten, der ihn ohne zu fragen aufnahm, die Polizei mit einem Maschinengewehr zurücktrieb, sich, als dieser den Kampf wieder begann, Seite an Seite mit dem Sohn in einem Zimmer verschanzte, sich auf wütendste, ungeachtet, dass die Villa von Handgranaten halb zerstört, in Flammen aufging, gegen die Übermacht verteidigte, die Angreifer, die sich hinter den Bäumen und Büschen des Parks verbargen, immer wieder in die Flucht schlagend und den Boden mit Leichen bedeckend, bis der Sohn durch eine Kugel, die ihm die Schulter zerschmetterte, schwer verwundet in der Ecke des Zimmers, wo er blutüberströmt lag, halb erstickt durch eindringenden Rauch, heftige Flüche gegen den Vater ausstoßend, ihm vorwarf, er habe ihn zu einer Bestie gemacht, sodass die Menschen ihn, obgleich er nicht wisse warum, wie ein Tier verfolgten und mit Hunden hetzten, worauf der Vater, ohne mit der Wimper zu zucken, den Sohn niederschoss. Und hatte ich auch das Gefühl, also Schriftsteller bin ich auch nicht. Und dann stand ich vor, habe ich wirklich Philosophie studiert und dann plötzlich vor der Dissertation, kann man sagen, und bin ich explodiert und kam auf das Drama. Und zwar war das wie eine Lösung. Es war einerseits war es Bild für mich. Und dann andererseits war es Schreiben. Und da ist dann, steht geschrieben, entstand. Zuerst wollte ich ein anderes Stück, ein sehr verrücktes Stück schreiben, das ich nicht mehr im Kopf zusammenbringe. Nur noch der Titel heißt Togarma, das war irgendwie ein verrücktes, aus der Bibel, ein verrücktes Thema. Und da habe ich also eine Szene habe ich übernommen, das mit der Gemüsefrau. Ich bringe den Inhalt ganz viel, aber nicht zusammen. Und dann kam ich, war in der, schon als Kind, es geht alles wieder aus Kind zurück. Einer der ersten, wir hatten so Bücher, die ich als Kind ja nicht verstand. Zum Beispiel den Shakespeare, wir hatten so eine illustrierte Shakespeare-Ausgabe, die ich auch noch besitze. Und die war für mich sehr wichtig, einfach als Zeichnungen. Die Zeichnungen mit diesen merkwürdigen, es waren dann immer Zitate, die ich natürlich überhaupt nicht verstand, was das jetzt bedeuten sollte, denn ich war damals, also ich konnte gerade lesen, und da hatten wir auch ein Buch, das ist die Wiedertäufer von Fehlers und Klasing, das sind so blaue Hefte, und da habe ich diesen Stoff, hat mich sehr beschäftigt, war auch sehr illustriert, mit Zeichnungen von Urs Graf, Landsknecht, und dann, das ist eine ungeheuer grausame Geschichte, diese Wiedertäufer in Münster, eine absurde Geschichte. Ich habe ausgezeichnet gegessen. Zwar war es ein bescheidenes Mahl, wie es angemessen ist in schwerer Zeit. Doch wurde ich satt mit Gottes Hilfe und ein wohliges Gefühl breitet sich über meine Glieder. Ich denke mit innerstem Behagen an die Muränensuppe zurück,
mit den Einsiedlerkrebsen und frischen Meerschnecken, die mir zu Beginn serviert wurde. Siehe, es war köstlich. Auch liegt mir noch der Riesenhecht zärtlich im Sinn, wie eine ferne Geliebte in rotem Landwein gekocht und mit Forelle gefüllt, Röteln, Blaufälchen und sauren Oliven, Essigreizken, Pellzwiebeln und Gurken. Dies alles schmeichelte meinem Magen wie eine Frauenhand. Wie brünstig war ich nach Froschschenkeln, Waliser Blindschleichen und Burgunderschnecken mit leicht gekochten Schwalbeneiern, die meiner königlichen